Ja, wir haben uns eben eine knappe Stunde mit dem Thema Smartphones, Fluch oder Segen für die Schule auseinandergesetzt. Also das Thema endete mit einem Fragezeichen und ich habe ein paar Folien vorgestellt, die wir im März diesen Jahres mit dem Landesschulbeirat diskutiert haben. Die Folien beziehen sich auf die steigende Nutzung von Smartphones. Die Zahlen sind eindeutig, also von Jahr zu Jahr, also ab 2011 hat sich das mehr oder minder in Jahresfrist jeweils verdoppelt, also die Verbreitung von Smartphones unter 11- bis 16-Jährigen. Das heißt, da entsteht eine neue Situation für Schule. Wir werden absehbarer Zeit eine Komplettausstattung mit Smartphones bei Schülerinnen und Schülern erwarten dürfen. Und die Frage ist, wie geht Schule damit um? Nutzt Schule das als eine Art Steilvorlage, um die ganzen medialen Möglichkeiten der Nutzung stärker aufzugreifen, oder mauert sich Schule ein und grenzt Smartphones aus? Das war der Rahmen, der für die Diskussion gesteckt wurde. Die Diskussion war sehr lebhaft. Es haben sich viele Kolleginnen und Kollegen aus Schulen zu Wort gemeldet und aus ihrer Unterrichtspraxis das Thema differenziert diskutiert. Der Trend der Diskussion war, dass man sinnvolle Regeln mit den Schülerinnen und Schülern verabreden sollte, was die Nutzung betrifft, und dass man didaktisch sinnvoll auch diese Möglichkeiten, die Smartphones bieten, im Unterricht nutzen soll. Insbesondere auch um das, was um Schule drumherum ist, also die ganze Umgebung von Schule auch stärker noch medial dokumentiert in Unterrichtsprozesse einzufügen.